Die dicksten Discards von deutschen FIFA-YouTubern in SBBs oder wo auch immer Sachen discardet worden der letzten paar Wochen. Ich glaube, da werden verrückte Discards dabei sein. Wir gehen direkt mal rein. Ich habe auch noch so ein Team gebaut. Haben wir hier am Start. Okay. Den guten Tabak und den guten Broski. Vier Discards. Vier Snipes bei dem Team. Ready. Vier Stück darfst du nehmen. 4, 3, 2, 1. Das sieht gar nicht gut aus. Da muss was Dickes bei sein. Danke, Kilo. Weil sonst wäre es nicht im Video, aber. Ich habe Leao. Ich meine auch bei dem Team 4 ist wild. Ich habe Cordoba. Cancelo ist noch sehr teuer. Diese Gold Ballon d'Or Dame. Und Xabi Alonso, Digga. Ich starte mal mit dem rechten Verteidiger. Schon mal ein Icon, Xabi Alonso. Schon nicht verkehrt auf jeden. Dann hätte ich gerne den linken ZM. Ah! Okay. Ja. Habe ich schon was Gutes getroffen? Broski ohne Gnade. Ja. Rechten ZM. Oh, auch nochmal über 100k. Du hast drei dicke Fische bis jetzt getroffen. Also das komplett. Und der rechte Mittelstürmer. Und nochmal eine Special Card. Puh. Alter, ich bin so rutschig gegangen, Freunde. Du hast getroffen. Das kein Bronzespieler. Kein Goldspieler. Du hast nur krasse Karten getroffen. Erstmal Talisca war der letzte Pick. Dann hast du João Cancelo. Der kostet 180k in Form. Dann triffst du Rafael Leao, 1,1 Millionen Coins. Und du triffst Xabi Alonso. Das ist noch eine günstige Icon zum Glück, aber trotzdem. Oh, das nehme ich aber mit. 1,5 Millionen oder so. 1,4 Millionen Coins. Nein. Das war stark, Junge. Broski, mir kann das mitreden kurz ja mal. Ich brauche eine Dusche. Tut weh, gegen Messi spielen. Ich hoffe, der bekommt... Digga, Broski währenddessen nimmt gemütlich sein Controller in die Hand. Jetzt sieht man es gerade nicht mehr, aber gerade mal gesehen, weil er hat angefangen an seiner Konsole so gemütlich seine Spieler zu verkaufen aus seinem Team und so. Und währenddessen muss Tabak seine Spieler discarden. Ich bin ready. Hoffentlich auf den Jazidio von gerade. Broski ist ja richtig auf Rampage, ne? Erstmal unter Tabak im SBB das weg. Jetzt haut der Tease über Hilfe und discard das weg, was auch immer jetzt hier kommt. Was steht da? Rosenkohl? Ist ein Switch? Ey, Ronaldo! Ich glaube, da steht Ronaldo. Sagen wir es mal so, nachdem ihr auf dem Transfermarkt wart, gleich mit euren Münzen dann ziemlich rasch fort. Ach, du Scheiße. Markus Rashford, Digga. Rashford! Jetzt haben wir's! Jetzt haben wir's! Rashford? So, Freunde, wir sind auf dem Transfermarkt, wir haben geguckt, dass wir jetzt irgendwelche Sachen verkaufen. Haben jetzt einen Modric noch verkauft und ein Vieira steht noch drauf, der wird aber nicht gekauft gerade, ne? Also, keine Ahnung, ja. Das ist. Digga, das ist. Ich kann's alles nicht mal. Das ist wirklich, Digga, das frisst. Wir sitzen dienstags hier und denken uns so, warum können wir uns kein Team mehr leisten? Ja, du bist auf. Tschüss! Als ich mit denen aufgenommen habe, die hatten mir sogar noch erzählt, so, ja, bei dem brennt momentan die Diskarden in jedem Video dick und so. Ich hatte das alles nicht gesehen. Jetzt, ja, jetzt sehe ich ja alles. Schön aufgelistet. Wir werden Teasy gleich noch ein paar Mal hier im Video leiden sehen. Ich will es gar nicht wissen. Weit, wahrscheinlich. Was googelt Bruce da? Wie diese Price Ranges oder was? Price Ranges. Auf gemütlich am Googeln. Ja, da war jetzt keiner für 4 oder so, ne? Wie viel Pech haben wir denn aber auch? Wird sich genau seid geguckt ehrlich, oder war das einer? Schlimmer. Schlimmer? Ich weiß noch, was jetzt schlimmer geht ja nicht, aber es ist, ja, es ist was ganz Schlimmes dabei. Bitte sag einfach eine Zahl. Entweder die 11 oder die 2. Die 2. 1,97, achte. Aber der hinten war 2,89, boah. Ja, da darf man sich jetzt, das wäre jetzt Perfektion gewesen, in die Richtung 3 Millionen anzupeilen. Ich bemühe mich, dass ich das irgendwann perfektionieren werde, aber ich bin auch damit zufrieden. Einen schönen, saftigen 2 Millionen Discard hier auf dem frühen Dienstagmorgen, das ist doch eine ganz entspannte Nummer. So startet man doch gerne die Woche, so macht Spaß. Dienstag für Dienstag wunderbar. Und schließen irgendwelche SBCs ab. Ne? Wir haben wir teilweise nur von den Kack-Discards tun wir hier irgendwelche Hero-Packs abschließen und sonst irgendwas. Nur durch die Discards, weil der Rashford dann in so ein Pack krass, reingeht. Ne? Was Discards angeht, das ist so verrückt. Ja, es ist weg.
Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Du, okay, ich sehe hier einen Full Hero. Einen Pick hast du. SPB oder so. Schlag zu. Drei gibt's hier, die knallen würden. Schlag zu. Einer, der heftig knallen würde und zwei, die halt so ein bisschen knallen würden. Mal gucken. Ich nehme den rechten ZDM. Okay, ich dachte, jetzt knallt's komplett mit Viera, mit Touré. Jetzt Touré. Kann ich duschen gehen. Ja, da war, Rechter ZDM war einfach Yaya Touré. Da war Steph auch am Schwitzen, ey. Und rechter ZDM ist Mascherano. Ja, bei dem weiß ich gar nicht, wie viel kostet. Ah, okay. Ich mach eine SBC fertig. Ich hab keinen Bock mehr. Wenn's hier das mehr Discards gewesen als einer. Ich check einfach gar nichts mehr. Mehr als einer. Ein Snipe bei dem Team. Das Freunde, ist jetzt komplett gebrannt. Was soll ich dazu sagen? Ich muss erstmal runterkommen jetzt. So, Freunde. Ich hab mein Team sortiert. Ich befürchte irgendwie Schlimmes. Mein Bauchgefühl täuscht mich nicht oft und ich habe gerade ein ganz ekliges Bauchgefühl. Weißt du, was ich mache? Gerade so zwischen so in der Zeit, wo du was hier sortierst du? Und so. Ich gucke, wie viel Rashford kostet. Ach, das wissen wir jetzt? 2,4 Millionen? Ja. Und den kaufe ich jetzt wieder, ganz entspannt. Ich habe nicht das Karten. Hör auf, bitte. Jank, bitte. Rashford und Buteyas werden die nur, Maschinen und Kläubers. Ich weiß, das war FIFA 23, das war nicht KFC. Nee, das ist mir egal. Das ist also hey, was von links ist das? Linkes Dreieck da. Nee. Linkes Darf Dreieck. Ich anfangen? Du darfst schon die ganze Zeit. Ach so. Okay. So langsam ist aber so bei Wakes und Selbstkosex, so langsam sind die sich richtig ähnlich, ne? So langsam, Frisur gleich, Bart gleich gerade. Wird immer ähnlicher. Aber ich habe so Spaß dran heute, ne? Ich sag's dir ehrlich. Ich gehe erstmal auf eine Position, die habe ich in 2021 immer genommen. Sie hat nie geklappt. Heute beliebe ich nochmal da drin. Linker ZM. Ja, das schon hast du immer gepredigt. Linker ZM hast das du immer genommen. Das schon ich habe ein Trauma von LZM. Linker ZM erste Position und wir bleiben links. Weiß noch nicht, ob wir LV, LIV, LMS. Gehen wir mal auf Renate. LIV. Das ist Buteyas oder nicht? Nein. Oh, was hat sich so geil angehört. Sheesh! Oh, das Gänsehaut. Nein, nicht Rashford. Sag nicht Rashford. Nein. Sag nicht Rashford. Bro. Erster Pick war Kluivert. Ich dachte mir so, Gott sei Dank, Kluivert, der ist 100.000 wert. Dann sagst du, LV ist Rashford, LIV ist Putejas. Oh mein Gott. Wie viel kostet die? 800.000? Ja, 900.000 Münzen. 900.000 Münzen. Das wird mich so freuen. Besser. Und das ist tradable. Ich hab grad Gänsehaut. Ich schwöre auf alles. Ich hab grad Gänsehaut. Guckt euch das an, Freunde. Hier. Tradable, vor der Aufnahme gekauft, knapp 800.000 und Kluivert. Herrlich. Bock nicht! Lucid Dreams! Ich hab das nicht. Jake auch im Lucid Dreams Drip, aber ich sowieso mit demselben Zipper wie ich gerade. By the way, wenn ihr es noch nicht mitbekommen habt, Lucid Dreams, die Marke von mir und Wakes, hat jetzt ihren neuen Drop und die Basics sind auch draußen. Ich habe euch das mal in der Beschreibung verlinkt. Alle Leute, die in der ersten Woche sich was gönnen, das ist geile Qualität, geile Designs und auch zu stabilen Preisen, so. Checkt das mal ab, der Link ist in der Beschreibung. Jeder, der sich in der ersten Woche was gönnt, hat die Möglichkeit von mir oder Wakes ausgelost zu werden. Da werden drei Leute auslosen, von denen wir den EASC 24 kaum verbessern werden. Mit FIFA Points aufladen, Weekend League spielen, SBCs machen, das Team komplett upgraden, dass ihr es gar nicht wiedererkennt, dass das Team übertrieben krass ist. Genau das werden wir machen bei drei Leuten, deswegen, wenn ihr Bock auf geile Klamotten habt oder da Bock habt, die Chance zu haben, dran zu kommen, dann ab auf Lucid Dreams. Link zum Shop ist in der Beschreibung. Yes, gerade war passender Anlass, weil jeder einzelne Mensch, den ihr gerade im Video seht, ist echt hart. Das ist echt hart zum letzten Zeitpunkt in die AFC. Das ist echt hart. Das ist echt ein Trümmerbruch. Das ist echt ein Erdkern-Move. Das ist echt unfair von dir. Ich mache eine SPC fertig. Ich möchte darüber nicht mehr sprechen. Willst du noch was sagen? Ja, ich wollte sagen, dass es mich freut. Ja, unkorrekt. Ging das in die Hose? Wirklich, aber. Ein paar Unangenehme sind dabei. Ja, ich hab umgestellt. CR7, Aloveiran, Son oder die im Torwart. Nur wer? Ich nehm beide Außenstürmer und den Torwart. Oh, was? Perfekt. Cristiano Ronaldo, Sava und Dalot. Wieso stellt ihr die denn nicht in der Mitte hin oder sowas? Ist das krank. Cristiano Ronaldo. Oh mein Gott, Digga. 1,2 Millionen. Was, die haben ehrlich so Scheiße am Schuh. 1 Million. Die Discard, jedes Video 2 Mio.
Boah, gegen mich krank. Ja auch. Cristiano der, die haben 10 Millionen in einer Woche verloren. Ist ja immer der Tollste, solche Discards sind immer am Tollsten in der Aufnahme, Digga. Wo man im Vorhinein vorm Anpfiff schon weiß, ich muss hier eh nur überleben. Da gerade Steuerberater dann, Finanzberater. Digga, das ist... Das kann nicht mehr lachen, was? Digga. Ey. Sava, du bist ja wirklich in jedem Video, in dem die gerade drin sind, müssen die 2 Millionen das weg. Das kann doch nicht sein. Die Arme, ey. Ah. Mehr Pech geht nicht. Raus. Vollbruch, ne? Mann. Erzähl. Ich gegen Wakes. 2 Snipes, 4-3-3. Offensiv. 2 Snipes, natürlich viel Bonks, weil doch bei ihm. Aber schon ein paar solide sehr, Leute. Sehr gute. Ich nehme linkes ZM. Und links Verteidiger. Links ZM direkt 300k, der Paul, Road to the Knockout. Also und Linksverteidiger war dann noch in vom Romero, ich weiß nicht, was der Wert ist, ich glaube 25k, also 325.000. Okay, schmeckt schon. The Paul, genau, der bei mir nicht mitspielen durfte, der von bei Team gesniped wurde, der wird bei dir jetzt discarded. Zu viel, zu viel des Guten. Karma. 3k ist schon echt knackig. Sorry, Wade. Es tut weh, es tut wirklich sehr weh. Aber das, ja komm, ich mache eine SBC, ich will nicht mehr drüber reden. Ja, du kannst, du darfst. Also ich habe hier wirklich Spieler drin. Da kosten einige über 100, über 300, über 500k sogar hier. Und das ist echt viel Bronze, was ist da denn passiert? Jordi Alba, Molina jetzt nicht so wild, weil das okay. Forlan, Macy, Koundé wäre halt sein krasses Tor. Dann bin ich sogar froh, dass hier in DePaul und sowas nicht drin ist. Also Freunde, das war eine beschämende Leistung, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich hoffe nur, dass du eigentlich, sage ich ehrlich, Forlan kann weg. Das sag ganz ehrlich, dieser. Wenn ich das aussprechen würde, ich würde Anzeigen kriegen, ne? Sage ich ganz ehrlich. Jetzt bin ich sehr gespannt, was hier abgeht, was hier jetzt kommt. Du konntest heute halt auch nichts machen. Bei 5 Kicks plus Hüter und dann habe ich noch so bombendreist nicht den Joker ins Mittelfeld gestellt, dass es wirklich abpacken. Alles richtig gemacht, alles richtig gemacht, ja. 5 Bronzespieler habe ich übrigens drin, also ich hoffe, du triffst alle 5. Ja. 5 also so ein typischer Spot wäre ja schon mal der Torhüter, aber glaube ich irgendwie nicht, dass du da was hin hast. Ich schätze eher so ein, dass du vielleicht nicht umgestellt hast, deswegen nehme ich jedenfalls schon mal deinen ZOM für Messi. Ja. Nicht so lecker. Ja, du darfst weitermachen. Okay, weiß ich jetzt nicht, ob das ein Bluff ist oder so, aber wenn ich mir dein Team anschaue und ich habe die Bronze-Spieler schon rein, dann, falls du dich umgestellt hast, nehme ich mal einfach auf Nummer sicher deinen ganzen Sturm. Ich kann es mir ja leisten mit 6 Picks. Also ich nehme dann noch die 6 beiden Picks. Stürmer. Okay, okay. Jetzt kommen wir noch 3 jetzt. Falls du nicht... 3, ne? Ja, falls du nicht umgestellt hast, mach ich jetzt noch umgekehrte Psychologie, weil dein Mittelfeld bestand ja eben aus 3 Bronze-Spielern. Glaub ich aber, falls du umgestellt hast, nicht, dass da noch Bronze-Spieler stehen. Deswegen nehme ich noch das ganze Mittelfeld. Volano-mäßig knallen. Keep hat auch sehr geknallt, oder wird der Anfang schon ausgeschlossen? Ja, das Ding ist völlig vom Baum gegangen. Also schreibt mir gerne mir auf Insta, wer mir das nächste Mal ein Team bauen will. Das ist völlig, das ist ja völlig vom Max Baum Max Snipe ist halt immer verrückt. Man übrigens, du hast von 5 möglichen Bronx hast du 2 getroffen. Okay, klingt da darf schon ich dir mal gut, gratulieren. Ja. Da darf ich dir gratulieren. Also ich hau den zweiten Bronx ja auch direkt mal ein paar Schnellverkauf weg, Leute. Du hast getroffen. Jordi Alba stand rechts. Ich habe komplett umgemäht. Jordi Alba rechtes ZM, linker Sturm Molina, rechter Sturm Messi. Den habe ich gekauft für 183k und dann im ZM Diego Forlan, 340.000 Coins. Oh, gekauft, also sogar gar nicht aus Europack oder so. Ich stoß hier 500k ab, ne? Das ist kein Joker, das ist geisteskrank, das sind auch tradable Münzen, das sind jetzt hier keine Untrades oder sowas. Das macht mich so krank aggressiv, ja, Leute, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Hey, das ist einfach extra Stuhl hingestellt, um mit dem Playbutton zu flexen. Also GG, Glückwunsch für Playbutton, hatte ich auch schon geschrieben. Aber es sieht super lustig aus. Geistesgestört, also wirklich jetzt vorhin. Das ist geistesgestört, Jules, GGs. Ich kann das nicht. Leute, wir machen SBC, let's go. Ja, du kannst. Okay. Was war das denn? Full Icon, Full Hero? What? Also wenn ich ehrlich bin, will ich dir nichts weghauen für das Bronze. Gameplay. Bronze wäre schön. Was sagst du dafür mal? Bronze willst du. Will die was Dickes treffen. Soll ich dich verschonen mit einem Bronze? Ja, wer mindestens. Du hattest die Formation? 4-3-2-1. 4-3-2-1. Ich glaube, dann gehe ich irgendwo vorne mit. Irgendwo vorne. Die Dreier-Stürmer-Reihe. Wer teuer ist hier bei Fanda, so? Ich könnte mir vorstellen, dass du auf der rechten Stürmerseite nichts hast. Er hat einfach dadurch, dass bei Steini die Kamera, glaube ich, gespiegelt ist, hat er jetzt genau in die Richtung gezeigt, wo die Guten sind. Ich könnte mir vorstellen, dass du auf der rechten Stürmerseite nichts hast. So quasi.
Campbell. Wie teuer ist Campbell? Rechter Stürmer. Rechter Stürmer. Ich weiß es gar nicht. Das wäre nicht so günstig, oder? Der Doppelhelp ist er, ne? Campbell. Nein. Ich weiß nicht, wie teuer der ist. Nein. Da muss man so richtig sein, einfach nicht spielen, eigentlich. Autsch. Männers. Ach, stimmt, Männers. Trailblazer CR7. Und jetzt wird der Deckel nochmal aufgesetzt auf TZ Rip. Ui, Rippy Schubech. TZ Schubrip. T-Rip Schubech. Boah, der Blick schon, er hat schon gerochen. Er hat's einfach schon gerochen. Lol, die beiden Blicke. So, guck mal, rechts ist so, hey, ich fick jetzt unseren Account. Und links ist so, Bruder, stell dich da hin. Ja, umgestellt. Ich erwarte eh nicht. Ich sag's euch jedes Mal bei der Aufnahme, immer wenn ich mit euch aufnehme, bei euch snipen, da sag ich zwei Positionen, da ist so eine Millisekunde Pause und dann höre ich die Beine so, ja, schreien. Ja, wir sind genau, aktuell so du kannst ja, so hinten. Jetzt komme ich wieder und treffe nichts. Okay, ja, ich sag zwei Positionen, linkes Mittelfeld, linkes Setup. Digga, das ist so frech. Ja, das ist so frech. Ich sag auf die Mitte Zimbo. Ich zeig doch noch. Ich hab doch gesagt, ich bin nicht mehr in der Verfassung, Digga. Rafael Leão und CR7. Prost, Major, Digga. Okay, das ist gottlos. Ja, ich hätte es über meinen Fehler auch. Ich gesagt, ich hab den vor allem, ich fühl mich nicht wohl. Digga, wir schließen SBC für SBC mittlerweile ab, ne? Da baue ich auch mittlerweile die größte Scheiße zusammen, weil ich immer den Deck dafür habe. Okay, mit Schmeiß. Nein, die Discard schon wieder jetzt auch. Hier haben die auch wieder mal Hälfte verloren oder was? Ey, ich werde das gar nicht hinter dem Kreuz hat in diesem FIFA. Es ist krass. Was kommt jetzt? Ah, nein! Nein! Tomori. Ah. Ist ein Switch? Mal Glück gehabt. Es ist der günstigste. Es ist Tomori. Ein klein Pimmel vom Rollen. Es ist trotzdem zu viel, wow, deswegen. Es ist trotzdem zu viel, deswegen. Das ist zu viel. Das ist einfach ein Schlag ins Gesicht. Das kann trotzdem teuer werden, weil man ja, das sind ja keine Picks. Also, ich habe irgendwie gewonnen und trotzdem verloren. Nee. Du hast komplett gewonnen, Digga. Verloren. Du hast im Draft verloren. Und wir haben mit so einem Geisteskrank getraft. Und das ist zu viel. Komm, sag an. 5. Ja, perfekt, Digga. Also noch einer der und es ist wieder einer für 500.000. 467.000. Ja, okay, das ist gut. Das ist 100.000. Das ist sogar 100.000 oben drauf. Das ist einer für die Liste. Für die Liste, die mit, für die Leute, die mitschreiben. TZ Schubech, Folge 4. Guck mal, was verkauft und da geht gerade das Ding drauf. Ne? Also, ich. Guck mal. Ich gehe in jedes Hellspin rein und steck mir Hauptsache nicht verlieren. Und eigentlich darfst du keine Ansprüche stellen, vor allem wenn du das mit dem Switch machst. Aber wenn du dann an diesem Rad stehst und da viermal Rolle draufsteht, dann willst du nicht auf den Tomori drücken. Ja, war mal wieder krass, Leute. Wir haben wilde Discards hier gesehen.